Liebe Pfarrerangehörige, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, stellen Sie sich doch für einen kurzen Augenblick mal vor, Sie müssten jemandem etwas beschreiben, das noch nie da war. Etwas beschreiben, wo es bisher keine Erfahrung davon gibt. Etwas Ungeheuerliches beschreiben. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das wäre schwierige, das wäre eine herausfordernde Aufgabe. Und in dieser These werden wir auch bestätigt, wenn wir auf den Osterbericht schauen, wo uns die vier Evangelisten überliefern tun. Wer sich Mühe macht, sich in diese Berichte ein bisschen zu vertiefen, der spürt sehr bald, dass um jedes Wort gerungen wird, um jede Formulierung gerungen wird. Und das kommt manchmal vielleicht sogar ein bisschen unbeholfen über. Aber eigentlich kann das ja gar nicht anders sein, als ein bisschen holprig, ein bisschen unbeholfen überzukommen. Denn wer Ostern beschreiben will, wer das Geschehen in Wort fassen will, der muss den ganz anderen im Vertrauten beschreiben können. Den ganz anderen, der greifbar ist und doch unnahbar, einfach und doch unergründlich. Dass wir über Ostern hören und lesen, das bleibt also immer ein bisschen unbeholfene, holprige Versuche, Erfahrungen zu schildern, die einzigartig ist und einzigartig bleibt. Wäre der Jünger damals einfach nur ein Geist erschienen, ich glaube, das hätte sich gut psychologisch zum Beispiel erklären lassen. Wäre Jesus einfach purli munter aus dem Grab rausgesprungen und hätte weitergemacht wie bisher, das hätte die Jünger wahrscheinlich zum Tanzen gebracht. Aber wir alle wissen, solche Sachen passieren nicht. Auferstehung, wie sie uns die Evangelisten beschreiben, zeigen uns einen Auferstandenen, der von seinem Leiden gezeichnet ist. Er steigt also nicht als Siegesheld strahlend empor, unversehrt, sondern er trägt seine Blessuren weiter auf sich. Mehr noch, er zeigt die Blessuren seinen Jüngern. Er zeigt ihnen seine durchbohrten Hände auf seine Seite. Er isst einen gebratenen Fisch mit ihnen. Und genau das macht es aus, dass das Auferstehungsgeschehen so unbegreiflich ist. Unbegreiflich bleiben muss, weil der Auferstandene auch an einer ganz anderen Wirklichkeit angehört. Alles bisher Denk- und Erfahrbare sprengt und übersteigt. Und vielleicht realisieren wir jetzt auch, um das zu erfassen, braucht es, wie ich schon in meiner Osterbotschaft gesagt habe, es braucht dafür Zeit. Der dritte Ostersonntag lautet Auswahl zwischen zwei Evangelien. Das eine ist das Evangelium vom Ostermäntig, der Gang auf Emmaus. Die zwei Jünger sind einen langen Weg mit dem Auferstandenen unterwegs. Sie spüren, dass etwas ist. Der Lukas beschreibt, dass ihnen das Herz brennt hat. Aber erst ganz am Schluss, erst wo der Auferstandene in ein Brot bricht, erst dort erkennen sie. Das zweite Evangelium, das wir an diesem Sonntag lesen können, wäre der dritte Auferstehungsbericht vom Evangelist Johannes. Auch dort etwas sehr Ähnliches, wie es uns der Lukas beschreibt. Der Auferstandene ist mitten in seinen Jüngern inne, aber sie erkennen ihn zuerst nicht. Der Auferstandene ist also nicht einfach so leicht identifizierbar wie Frau Müller oder der Herr Meier von nebenan. Und genau das spüren die Evangelisten und genau das versuchen sie in Wort zu fassen. Nicht, weil sie ein super Schlagzeilen können und wollen verkaufen, sondern weil das Geschehen um die Auferstehung und Auferstandene ihre grösste Hoffnung
ihre grösste Glaubensstärke geworden ist. Und die Hoffnung und die Stärke, die wollen sie nicht einfach für sich behalten, die wollen sie mit ihren Leserinnen und Lesern, sie wollen sie mit uns teilen. Und ich glaube, alle, die schon mal versucht haben, an einem Gegenüber die grösste Hoffnung, die grösste Liebe zu erklären, die wissen, dass das manchmal ziemlich holprig und unbeholfen überkommen kann. Eins haben sämtliche Osterberichte gemeinsam. Sie sind zeitlich begrenzt und sie sind ganz anders als alle bisherigen Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. Ganz anders, weil Gott sich berühren lässt. Körperlich berühren lässt, im Auferstandenen. Denken wir an seine Aufforderung an Apostel Thomas, seine Hand in seine Seite zu legen. Wenn wir das Geschehen christlich ausdeuten, dann heisst das doch, dass Ostern unser ganzes Dasein berühren will. Nicht einfach nur etwas, das wir beiläufig aufgenommen haben. Ostern will ein Teil von unserer ganzen Biografie sein. Von all unserem Erleben, von unserem Werden genauso wie von unserem Vergehen, von unseren Freuden genauso wie von unserem Schmerz. Ostern will uns ganz und nicht einfach nur marginal berühren. Und darum, genau darum, gehört Ostern nicht irgendwo in die Vergangenheit hinein, sondern ins Hier und Jetzt. In dem Leben, in unserem Leben, soll Auferstehung ihren Anfang nehmen. Denken wir immer daran, dass Maria Magdalena, ihren Meister, erst dann erkennt, wo sie bei ihrem Namen gerufen wird. Die Jünger erkennen den Auferstandenen erst, wo er mit ihnen redet, wo er ihnen seine Wunden zeigt, wo er mit ihnen isst und trinkt. Und für uns kann doch das wiederum nur bedeuten, der Auferstandene ist nicht einfach nur ein lebloses Faktotum, sondern ein lebendiges Gegenüber. Ostern ist nicht einfach nur eine graue, eine verstaubt verklärte Theorie, sondern Gottes sprechende Gegenwart im Hier und im Jetzt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in dem Auferstehungsbericht der Evangelien zeigt sich Gott im Auferstandenen in seiner ganzen Verletzlichkeit, um uns in dieser Verletzlichkeit auf Augenhöhe zu begegnen. Uns zu begegnen in all unseren Glaubenshoffnungen, so unbeholfen sie vielleicht manchmal dahergeredet sind. Aber vor allem uns zu begegnen und zu berühren in den Wunden und Verletzungen, die uns das Leben geschlagen hat. Und gerade in und durch diese Berührungen will uns Gott zum Leben, zur Auferstehung führen. Nicht irgendwann, sondern im Hier und im Jetzt. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten dritten Ostersonntag.